Servus Leute, zurück zu Baldur's Gate 2. Wir haben das letzte Mal hier in den Windspeerhügeln in dem Tempel ein bisschen gestruggelt, weil anscheinend unendlich vampirischer Nebel spawnt und die können die Lebensenergie von mir und die Lebensstufen runtersetzen, was ein hässlicher Nebeneffekt ist. Aber Dorn möchte was. Sagt mal, Hexat, ist es wahr, was ich von Vampiren in ihrer Ausdauer gehört habe? Aber ja. Und ihren Appetit? Komm zum Punkt, Dorn. Vielleicht könnten wir beide ein Arrangement treffen. Nein. Ihr würdet mich zurückweisen? Ich glaube, das habe ich gerade. Ihr wisst nicht, was ihr da verpasst. Irgendwoher werde ich die Kraft nehmen, das zu überstehen. Die versuchen es auch. Also hier, die sind lustvoll, diese ist schon geschehen. Typis, die wir hier drin haben. Schauen wir mal, ob hier weiterhin so Viecher spawnen. Ja, passiert weiterhin. Eine lästige Angelegenheit. Bin dabei. Müssen wir also durch da so schnell wie möglich. Ach du Schande, die sind auch wieder da. Ach du Schande. Der Priester war erfolgreich. Und der ist für meine Oma, die immer gesagt hat, aus dir wird nie mehr als ein Buttermesser. Wie cool ist das denn? Hoffentlich ja, ich war meine Oma. Gut bezahlt. Die Tränke nehme ich mit, die schaden nicht. Ja, komm, Pfeile gehen immer. Eigentlich. Tja, jetzt müssen die Leute halt wieder zur Gesinnung kommen. Zur Besinnung? Besinnung. Zumindest kommen hier keine vampirischen Viecher. You take the lead. I'll watch your back. Ich hab schon wegen weniger getötet. Okay, hier ist nichts. Wir müssen also hier rein und lassen diesen verfluchten Ort hinter uns. Vermutlich. Wenn denn meine aus ihrem damals doch. Aus ihrer Lähmung wieder zurückkommen. Dorn ist ganz schön angeschlagen. Ich habe hier. Gibt's hier eine Falle? Die Tür könnte mit Fallen gespickt sein, so wie es aussieht. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Das ist deine Meinung. Das mir zu übertragen. Edwin. Ach du Schande. Komm, der Rede wert. Ich geh nochmal raus. Ja, Corgan, Dorn, Edwin. Edwin ist nicht so gut, wenn er angegriffen wird. Warum habe ich bei ihm eigentlich noch nicht Steinhaut gelernt? Ah ja, ich verstehe. So ist es besser. Zweimal Steinhaut fürs nächste Mal einprägen. Guter Spruch, guter Spruch. Steht aus einer Schicht für die zwei Stufen des anderen. Ja, hätte beispielsweise fünf Schichten werden. Keinen Schaden nehmen und erst ab der sechsten wieder normalen Schaden. Also man erleidet für einige Treffer keinen Schaden. So. Wie machen wir das jetzt? Theoretisch kann ich mit dir alleine rein? Nein, geht nicht. Weil theoretisch ist er gegen die Geschosse geschützt. Wie gehen wir hier am klügsten vor? Und was darf es jetzt sein? Du Spiegelschild. Du Insektenschwarm. Auf den. Was wollt ihr, Oberweltler? Du kannst angegriffen werden, du ebenso. Sieh mal einer an, da ist eine Tür.
Kannst du mal die Tür öffnen? So, eine Tür ist offen. So, Hexard, du musst auf die andere Seite bitte öffnen. So. Es ist eine lästige Falle hier. Hier lauert's Verfall. Und der ist für meine Oma, die immer gesagt hat, aus dir wird nie mehr als ein Buttermesser. Feuerpfeile haben die diesmal sogar. Hochinteressant. Was soll ich tun? So, auf der anderen Seite. Noch mehr Feuerpfeile. Warum nicht? Ja, wie sieht's aus? Schlafen? Schlafen. Gut. Ich hoffe, dass 1000 Erfahrung. Oh, die haben gute Erfahrungspunkte gegeben. Ja, es sieht aus, als hätten wir härtere Kämpfe zu erwarten. Sag mir, deswegen, was zu tun ist. Warte, haben wir nicht geschlafen? Wieso habe ich bloß ein Feuerelementar-Spell ready? Acht Stunden geruht. Oh nee, ich habe schon wieder Stufen in... Diese Viecher haben mich schon wieder erwischt. Damn it. Lästige Viecher. Sie ist müde. Ach so, weil sie das Heilen macht sie müde. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Oh, ein Kriegerskelett. Das ist theoretisch ein magisches Schwert. Oh, das kann auch praktisch nichts. Also sterben. 4000 davon. Okay. Genau. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gebiet, das ist knackiger. Es ist schon bewusst von mir erst später ausgewählt worden. Schutz gegen Feuer. Not bad, not bad. Schlafen. Danke. Ich kümmere mich drum. So, erwartet uns hier jetzt auch gleich eine Falle oder wie? Ich warte. Also erstmal Tier begleite. Ich mag den Wolf, weil er noch Kälteschaden zusätzlich macht. Deswegen mache ich meistens einen Wolf als Begleiter. Wir brauchen hier das volle Potenzial. Riesenelementar, jawohl. Nicht vielleicht. So. In den Schatten verstecken. Fehlgeschlagen. I can do that. Schauen wir mal, ob hier eine Falle ist. In den Schatten verstecken. Hat geklappt. No one here but us shadows. Was ist hier? Nichts. Das glaubt doch kein Mensch, dass da nichts ist. Das ist auf der anderen Seite. That's right. No one here but us shadows. Ich kann leider nicht in den nächsten Raum reinschauen. Vielleicht sind da Fallen. Tritt aus den Schatten raus. Ist schon geschehen. Öffnet die Türe, bitte. Warum könnt ihr die Tür nicht öffnen? Ich bin dabei. Weil sie verschlossen ist. As you wish. Wir werden von nichts angegriffen. Es triggert keine Falle. Okay. War ich diesmal ein bisschen zu vorsichtig. Easy enough, if you know what you're doing. Irgendwie ist das alles sehr fishy. Ich bin sehr vorsichtig gerade unterwegs. Auch hier keine Falle. Was war das für ein Geräusch? Geht mal vor. Ah, Steingolem. Very good. Okay. Steingolem können was.
denn sein muss. Wie ihr sehen konntet. Stein Golem ist tot. Nächster Stein Golem ist tot. Okay. Fleißige Handarbeit. Fleißig gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Ein riesiges Gebiet haben wir hier vor uns. Okay. Okay, das könnte eine Falle sein. So Durchgänge haben wir schon mal als Falle gehabt, so die Treppen. Ultra vorsichtig sein. Das ist nicht gut. Dieses Geräusch ist nicht gut. I am ready. Leave it to me. Überhaupt nicht gut. Aber irgendwie passiert hier nichts. Gute Idee, das mir zu übertragen. Oh, Dark Dork. Bitte habt Erbarmen mit uns. Es tut mir leid. Tötet mich nicht. Habt nur Befehle befolgt. Wollt keine Kinder essen oder alte Leute treten. Hab nur meine Arbeit getan. Feige Kreatur, habt zumindest im Tod ein wenig Würde, wenn ihr denn schon im Leben keine hattet. Würde? Ihr peinigt mit komischen Worten und erhobener Stimme, ihr werdet töten. Ich schreie jetzt gar. Na gut. Deine Zeit ist abgelaufen. Es ist aus mit euch. Was ist mit dir, Freund? Komm, der Rede. Leider der Ork. Nicht töten. Gut, wir schleppen euch in einen anderen Raum und töten euch dann. Bitte. Ich bitte. Lasst mich leben. Warum sollte ich euch leben lassen? Ich sag euch Geheimnis. Dinge über Orte, die ihr nicht kennt. Ihr kriegt hier gute Geheimnisse, das sage ich euch. Dann sprecht. Ferkel hat hier das Sagen. Er versteckt sich an einem besonderen Ort mit dem Garrenkind. Er wartet dort auf euch. Ich will mehr über diesen Ort wissen. Sagt mir, wie Fürst Jerdan sich verteidigt. Verteidigt? Fürst Firkrak braucht keine Verteidigung. Wenn ihr denkt, ihr seid dumm. Wir jagen das Futter und bewachen das Heim, aber wir nicht brauchen ihn schützen. Dann werde ich den vertrauensseligen Trottel vernichten. Er sollte auf mich vorbereitet sein. Vorbereitet? Oh, er ist nicht vorbereiten muss. Ihr geht und kämpft, ihr werdet sterben. Ich gehe anderen Weg, damit nicht aus Versehen ich auch getötet werde. Ich gehe jetzt, ich gehe schnell. Moment. Damit, du solltest eigentlich auch sterben. Na, ich könnte dich töten. Na, lass mich's. Wobei, wir sind böse. Wir können es nicht lassen. Ach, egal, zu spät. Soll er doch verschwinden. Feiger Hund. What would you have me do? Very good. So, hier auch keine Falle, sonst auch nichts. Okay. Anything that gets in our way will be ein buried Troll. In this place's rubble. Hallo, mein Freund, Troll. Ich hoffe, das bringt was. Wer bist du? Hallo, ihr Essenssachen, gerade rechts. Ich spring doch bitte darüber auf den Grill. Wie bitte? Der Grill, das große Ding aus Metall, springt drauf. Aber seid vorsichtig, er ist heiß. Vielleicht schmeiße ich euch auf den Grill. Für mich ist der Grill zu klein. Für euch hat er aber genau die richtige Größe. Mit einer Prise Salz und der Spezialsoße meines Onkels wäre die bestimmt ziemlich lecker. Halt, wo wollt ihr hin? Nicht weglegen. Jungs, hinterher! Jungs? Welche Jungs? Sagt mir, was zu tun ist. Oh, shit, das ist... Ah. Das ist noch eine Tür. Ich kümmere mich drum. Angriff. Wenn ich das sehe. Jawohl. Oh shit. Der Blitz ging aber um. Was haben wir hier? Ah, noch so ein Viech. Das machen wir auch noch weg. Gut. Wir waren erfolgreich. Wir haben alles gekillt, was hier. Nein, ich habe einen Bogen aufgenommen. Wie widerlich. Das will ich. Nein! Könntest du mal bei den Sachen.
Scheiben, die es so zu sammeln gibt. Gut, 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 gut. Schön. Was ist hier auf dem Tisch? Okay, was ist das? Orkisches Kochbuch. Na, da müssen wir doch mal nachlesen nach leckeren Rezepten. Ich koche ja gern. Zwiebeln in Scheiben schneiden, Knoblauch zu drücken, das kriege ich hin. Kastanien schälen, ja. Und Wildschweinwürfel schneiden, das ist nicht so meins. Topf über einer großen Flamme wird Öl erhitzt und wenn es heiß wird, wird der Elchkot hineingekippt und mit Pferdeurin Pferdeurin vermischt. Man kann das köstlich. Ach du Schande. Wenn Wildschwein nicht verfügbar ist, das war der Genies aus dem Grabmal, wäre vermutlich auch ganz gut. Man könnte vielleicht auch die Wolfsmenschen aus dem westlichen Verlies verwenden. Wenn ich nur das Luftmonster im Brunnen umgehen könnte, wäre der Schatz im Brunnen endlich mein. Dann könnte ich alles kaufen, um einen köstlichen Einzug zu kaufen. Schatz. Luftmonster. Das hört sich nach juicy Sachen an. Wir sind anscheinend in einem Mega-Dungeon gelandet, der, wie man sehen kann, um jede Ecke echt brutal gefahren hat. Pfeile plus 2 und Pfeile plus 1. Her damit. Nehme ich super gerne. Die Bolzen können wir verkaufen. So. Ich bin bereit. Hier sollte ich auf den Grill. Nö, danke. Wir gehen hier weiter. Wir haben noch nicht viel von diesem Ort. Stinknormale Orks. Sollen sich meine Elementare darum kümmern? Eine Masse an stinknormalen Orks. Winsele. Winsele um Gnade. Das wurde aber auch Blut und Feuer. Nun starte! Ein Schädelspalter! Okay, Orks. Scheint also genug für alle da ist. So viele Orks kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es so viele gab. Zumindest nicht so bald. Warum kann ich das Zeug nicht aufsammeln? Das ist ja Lux. Ich warte. You take the lead. I'll watch your back. Ich will schon gar nicht mehr die Pfeile alle aufsammeln. Andererseits. Irgendwann kann ich mich nur noch von diesen Pfeilen ernähren, prinzipiell. Ich hoffe, brauche ich gar was. Nichts anderes mehr. So, nächster Ort. Bisher keine Fallen. Moment. Wieder ein Gang. Da müssen wir mal vorsichtig sein. Zwei Steingolems im letzten waren. Und schon was. Okay, diesmal ist aber nichts ich zu finden. Ich kümmere mich drum. Mehr oder weniger. Mumien! Alles klar. Feuerelementare können sehr gut gegen Mumien kämpfen. Vampir. Stufen. Ach du Schande. Jetzt habe ich Angst. Ist schon geschehen. Ach du Schande. Feuerelementar stirbt. Düster Schrecken. Nein, die kommen her. Ja. Ich bin dabei. Ach du Schande. Stufen verlieren ist nicht schön. Vampire sind hässliche Gegner. Halt. Flammenpfeil. Nein, ich habe keine Flöcke. Kannst du nicht. Hier mit eurem Trickbeutel. So verschieden sind wir gar nicht. Ihr nehmt das Auge von einem Lurch und die Zunge von einem Salamander, um bewundert zu werden. Und ich nehme meine Streitaxt und ein bisschen Blutrausch. Das ist wohl eine eher gewagte Schlussfolgerung, mein lieber Korgan. Nee, so tapfer. Der Rest dieser Rückständigen hat doch keine Ahnung. Ihr und ich, wir wissen nur zu gut, dass die Langbeine eine Menge Talent fürs Grausame und Schreckliche haben. Wir wissen es. Ihr seid schon ein merkwürdiger kleiner Geselle, Korgan. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von euch und euren Launen halten soll. Also, gehst du mal vor.
Vampir, Mumie, Mumie, Luftdiener, okay, okay. Von Luftdiener. Aber der Luftdiener wird... Wenn es denn sein muss. Wow, der hat gewonnen. Schade. Kommen die her? Gut. Aber das ist ein hässlicher Raum, da will ich nicht rein. Feuerelementare, Luftelementare. Das ist die richtige Antwort auf diese Gegner. Vampire. Auch garstige Gegner sind Vampire. Nein, wieder nach oben. Falsche Richtung. Beide. So, kümmert euch um die. Gute Idee, das mir zu übertragen. Wir können eigentlich mit rein. Ach du Scheiße. Sterben, Insel, eure Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Vampire. Theoretisch können die wieder auferstehen. Die verwandeln sich nämlich in Nebel und dann... Ja, was dann? Aber das gab gute Erfahrung. Das gab gute Erfahrung. Sind aber auch brutale Gegner, die echt bösartig sind. So, gehen wir mal hier rein. Okay, dann gehen wir eben nicht hier rein. You are lucky I'm here, if that is what you want. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Okay, dann gehen wir erst in die andere Richtung. Und dann gehen wir nicht hier entlang. Fear not, I'm watching your back. Certainly. Oh ja, eine Falle. So, eine Verwandlung oder irgendwas? Selbstverwandlung oder wie? Was heißt das? Andere Verwandlung. Verwandlung. Ich muss irgendwas verwandeln. Kannst du sogar lernen. Für ein paar extra XP. Ich kümmere mich drum. So, nach oben können wir nicht. Warum auch immer. Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht später. Also nach unten. I can do that. Natürlich habe ich wieder Respekt vor Fallen. Und das Gleiche. Wir wissen jetzt mittlerweile schon, dass es hier Fallen auf jeden Fall gibt. Zwar nicht viele, aber es gibt welche. Okay. Vorerst leerer Raum. Ich möchte nicht genauer nachsehen. Ich will jemanden vorschicken, der genauer nachsieht. Todesalb. Stufe verloren. Okay. Alle angreifen. Alles klar. Ich bin bereit. Erledigt. Hören wir was. Was hat der Todesalb verborgen? Einen Schlüssel. Und Kugeln plus 2. Das ist nicht schlecht. So langsam hat Hexat echt keinen Platz mehr. Das ist auch schön einerseits. Andererseits... Wobei, Hexat. Habe ich da gerade richtig gesehen? Genau, dir gehen die normalen Pfeile langsam aus. Dann kannst du die Plusser-Pfeile nutzen. Ich hoffe, dass so, wir haben einen Schlüssel gefunden.
Ich frage mich trotzdem. Ich weiß, in einem anderen Gebiet, da gibt es... Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Da gibt es Sarkophage. Wenn man da die Vampire nicht endgültig tötet, kommen sie immer wieder. Diese Angst habe ich hier ein bisschen auch. Der Luftelementar ist ziemlich langsam dafür, dass er nur Luft hat. Oh, was ist das? Samia, halt, ich warne euch, ich habe schon viele eurer Brüder getötet um dies... Oh, verzeiht mein Benehmen. Ich fürchte, ein weiterer Trupp Orks käme, um mich zu schikanieren. Vielleicht solltet ihr mich mehr fürchten als die Orks. Ihr kennt mich nicht. Und ihr kennt mich auch nicht. Ich vermute, dass es für uns nicht nützlich ist, wenn wir uns gegenseitig misstrauen, denn wir sind in der gleichen Zwangslage. Sucht ihr auch nach dem Grab? Ich wusste von keiner anderen Expedition. Expedition? Nein, davon weiß ich nichts. Ich bin auf der Suche nach einem Halunken namens Firkrak. Ich wurde von einem Fürst Firkrak angesprochen. Er wollte mir anscheinend weismachen, dass ich seine Genehmigung brauche, um hierher zu kommen. Aber ich hatte kaum Ärger. Da waren ein paar Orks, aber sie schienen sich vor dieser Gegend zu fürchten. Ja. Ist das, wonach ihr sucht, wertvoll? Historisch gesehen, ja. Ich bin Wissenschaftler, nicht irgendeine süße, vollbusige Reliquienjägerin. Ihr könntet mir vielleicht helfen. Sollen wir uns über eine Art Partnerschaft unterhalten? Ich suche das Grab von König Strom dem Dritten von Tethir. Er verlor sein Leben durch Verrat, ein trauriges Ende für einen Edelmann. Ich hoffe, in seinem Grab Schriften zu finden, die sein Leben beleuchten. Aber ich kann diesen Bereich nicht überqueren. Ich habe den Schlüssel, aber irgendwas verhindert, dass ich hineingehe. Vielleicht wurde die Magie darauf abgestimmt, Leute bestimmter Herkunft fernzuhalten. Wahrscheinlich ein Überbleibsel aus Kriegszeiten. Sie wollten nicht, dass Feinde das Grab schänden. Ihr könnt euch vorstellen, was ich euch fragen werde, nicht wahr? Ihr wollt, dass ich meinen Hals riskiere und ihr hier hinten wartet. Ist es das? Das ist mein Vorschlag. Ich werde euch natürlich entschädigen. Ich bin so weit gekommen, ich würde nur widerwillig mit leeren Händen gehen. Na gut. Danke, hier ist ein Schlüssel, der diese erste Tür öffnet. Drin müsstet ihr das Grab finden. Doch ich bezweifle, dass es unbewacht ist. Gemäß der Legende wird das Grab von 7 Wächtern behütet. Der letzte bewacht die Grabkammer und ist sogar bei Einsatz stärkster Magie unsichtbar. Wenn die Legenden wahr sind, kann ich mir nicht vorstellen, wie ihr an einem solchen Wesen vorbeikommen wollt. Es könnte hinter dieser Tür Hinweise geben, die in die richtige Richtung weisen. Die Schriften, die ich suche, müssten in dieser Grabkammer sein. Sobald ihr sie habt, kehrt zu mir zurück und ich werde es euch vergelten. Viel Glück und ihr werdet es bestimmt brauchen. Die Rettung von Garons Kind. Eine Frau namens... Okay, wir haben hier ein Labyrinth. Wir haben uns durch Untote, Orks und sonstige Mysterien gekämpft, um von einer komischen Frau, die nur an Orks vorbeigekommen ist, einen Auftrag zu halten für ein Grab hier mittendrin? Something smells fishy und ich weiß nicht, ob es die Frau ist. Das werden wir im nächsten Mal herausfinden. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.